Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, wie wirkt es sich sprachlich aus, wenn gleiche konzeptuelle Inhalte auf verschiedene Weisen konzeptualisiert werden? Mit dieser Frage befinden wir uns eindeutig in der kognitiven Semantik, denn sie allein spricht von Konzeptualisierung und setzt sie sogar gleich mit Bedeutung. Für die kognitive Semantik ist Bedeutung Konzeptualisierung, und Konzeptualisierung ist wiederum ein mehrdeutiger Ausdruck. Damit kann ein Prozess gemeint sein, in dem ein Konzept konstruiert wird. Und damit kann das Ergebnis dieses Prozesses ein resultierendes Konzept gemeint sein. Der kognitivsemantische Bedeutungsbegriff umfasst beides, Prozess und Ergebnis. Das Thema dieser Podcast-Folge ist, dass nicht nur die konzeptuellen Inhalte wichtig dafür sind, wie etwas sprachlich ausgedrückt wird, sondern vor allem auch die Art und Weise, in der diese Inhalte konstruiert werden. Ich möchte Ihnen das erläutern. Ich stütze mich dabei auf die kognitive Semantik von Ronald Langacker. Er ist einer der Begründer und seit den 1980er Jahren einer der wichtigsten VertreterInnen der kognitiven Linguistik, und er vertritt mit seiner sogenannten kognitiven Grammatik die mit Abstand umfangreichste und ausführlichste kognitive Grammatiktheorie. Ich möchte aber betonen, dass die kognitive Semantik im weiteren Sinne aus vielen kleineren und größeren Ansätzen von vielen Personen besteht. Sie sind sich aber mehr oder weniger einig darin, dass Inhalt und Art und Weise der Konzeptualisierung sprachlich relevant sind, und zwar auf verschiedene Weise. Langacker schreibt, und ich übersetze: Die Bedeutung einer Äußerung ist nicht bloß der konzeptuelle Inhalt, den sie im Geist hervorruft. Genauso wichtig ist, auf welche Art und Weise dieser Inhalt konstruiert wird. Langacker Ende. Den konzeptuellen Inhalt nennt Langacker Conceptual Content. Die Art und Weise, wie dieser Inhalt konzeptualisiert wird, nennt er präzise und handlich Construal. Ich möchte Sie jetzt nicht mit englischen Originalzitaten vollknatschen, deshalb verlege ich mich ab jetzt auf die Übersetzung konzeptueller Inhalt bzw. konzeptuelle Konstruktion für eben Conceptual Content und Construal. Den englischen Ausdruck Construal für die konzeptuelle Konstruktion sollten Sie allerdings kennen. Was steckt hinter dieser Unterscheidung? Nochmal Langacker mit Einschüben von mir. Man kann sich schwer der visuellen Metapher entziehen, wobei man sich den konzeptuellen Inhalt als eine visuelle Szene vorstellen kann und die Konzeptkonstruktion als die Art und Weise, wie man diese Szene betrachtet. Was wir tatsächlich sehen, wenn wir eine Szene betrachten, hängt nämlich davon ab, aus welcher Nähe wir sie begutachten. Das nennt Langacker Spezifizität. Worauf wir uns genau entscheiden zu blicken, das nennt er Fokussierung. Worauf wir am meisten achten, das nennt er Prominenz. Und von welcher Position aus wir es betrachten, das nennt er Perspektive. Langacker mit meinen Einschüben Ende. Ein komplexes Konzept kann also verschieden konstruiert werden, und zwar hinsichtlich der Aspekte Spezifizität, Fokussierung, Prominenz und Perspektive. Wie das jeweils aussieht, darum geht es jetzt. Und jetzt wird es auch konkret. Spezifizität. Wir können ein und denselben konzeptuellen Inhalt so ausdrücken: Heiß. Über 30 Grad, 35 plus minus 2 Grad, 36 Grad. Wir können das Konzept eines Vorschlaghammers unter anderem als etwas, als Gegenstand, als Werkzeug oder als Vorschlaghammer bezeichnen. In beiden Beispielen geht es also um eine Skala der Granularität oder Auflösung im Prozess der konzeptuellen Konstruktion eines Konzepts. Am einen Pol der Skala befindet sich die größtmögliche Spezifizität, Vorschlaghammer und 36 Grad. Am anderen Pol die größtmögliche Schematizität,
etwas oder heiß. Das funktioniert auch für Ereigniskonzepte. Etwas ist passiert. Und zwar, jemand hat mich gesehen. Und zwar, die Unipräsidentin hat mich beobachtet, als ich Heinrich Heine einen Bart angelötet habe. Für die Kommunikation wählen wir routinemäßig immer den gerade relevanten Grad an Spezifizität. Schematischere Konzeptkonstruktionen enthalten sozusagen spezifischere. Durch wiederkehrende Erfahrungen, die in bestimmten Aspekten übereinstimmen, extrahieren wir schematische Konzepte aus diesen Erfahrungen. Und schematische Konzepte subsumieren deshalb spezifischere Konzepte, die sich in bestimmter Hinsicht ähnlich sind, aber unter Absehung von spezifischerem, hinsichtlich deren sie sich unterscheiden. Im schematischen Konzept Gegenstand ist zum Beispiel das Konzept Vorschlaghammer subsumiert. Wir wählen dann in der Kommunikationssituation den relevanten Spezifizitätsgrad. Der schlägt sich wiederum in bestimmten sprachlichen Ausdrücken nieder, eben beispielsweise in Gegenstand oder in Vorschlaghammer. Und, das ist der Witz dabei, verschiedenen Ausdrücken für verschiedene Spezifizitätsgrade kann ein und derselbe Inhalt entsprechen. Der sprachliche Unterschied kommt dann durch den Spezifizitätsgrad zustande, mit dem wir diesen konzeptuellen Inhalt konzeptuell konstruieren. Fokussierung. In unserem Wahrnehmungs- und Vorstellungsleben gliedern wir unsere Wahrnehmungs- und Vorstellungsinhalte, denn ansonsten oder andernfalls könnten wir ja überhaupt keine abgegrenzten Objekte wahrnehmen und uns vorstellen. Denken Sie daran, wie Sie, wenn Sie etwas beobachten oder wenn Sie etwas zuhören, dieses Etwas in den Vordergrund Ihrer Aufmerksamkeit holen und alles andere, was Sie sonst noch sehen oder hören, in den Hintergrund schieben. Sie können im lauten Stadtverkehr auf ein Lied achten, das von irgendwoher ertönt. Sie können beim Fußballspiel auf den Laufweg der defensiven Mittelfeldspielerin achten. Und diese Konstruktion einer Vordergrund-Hintergrund-Gliederung könnte aber in denselben Situationen auch anders ausfallen. Sie könnten statt des Lieds dem Sound eines Fahrzeugs Ihre auditive Aufmerksamkeit zuwenden. Dann befindet er sich im Vordergrund und das Lied im Hintergrund. Sie können der Bewegung des Balls statt der Mittelfeldspielerin Ihre visuelle Aufmerksamkeit widmen. Dann rückt die Spielerin in den Vordergrund, auch wenn Sie sie noch im visuellen Feld haben. Die Vordergrund-Hintergrund-Gliederung ist ein Prozess verschiedenartiger konzeptueller Konstruktionen identischer konzeptueller Inhalte. Sie nehmen jeweils Lied und Fahrzeug, Ball und Spielerin wahr, nur die Vordergrund-Hintergrund-Gliederung fällt verschieden aus. Das äußert sich dann in verschiedenen sprachlichen Strukturen für den gleichen konzeptuellen Inhalt. Vordergrund-Hintergrund-Strukturen unterliegen nicht nur unserer Kontrolle. Tatsächlich drängen sie sich uns oft auch einfach auf, insbesondere wenn bestimmte Reize besonders aufmerksamkeitsheischend sind, zum Beispiel wenn sie grell oder laut sind. Durch Konzentration können sie das aber durch ihre gewünschte eigene Struktur überlagern. Man spricht bei Vordergrund-Hintergrund-Strukturen auch von Figur-Grund-Strukturen. Figur-Grund-Strukturen spiegeln sich in sprachlichen Strukturen allgegenwärtig wider. Hänschenklein, das ist die Figur, das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, ging allein, das ist die Relation, in die weite Welt hinein. Und das ist der Hintergrund zu ihrer Figur. Sie bilden sogar komplexe Verschachtelungen. Eine Figur oder ein Grund können Figur oder Grund höherer Ordnung sein. Und auf der Ebene darunter können sie dann selbst wieder aus einer Figur-Grund-Beziehung bestehen. Während du auf der Couch schliefst, das wäre der Hintergrund, der Grund, ging ich Brötchen holen. Und das wäre dann im Vordergrund die Figur. Während du auf der Couch schliefst, besteht aber wiederum aus einer Figur, nämlich du, und dem Hintergrund, vor dem du fokussiert wurde, nämlich der Couch. Besonders offensichtlich werden diese asymmetrischen Figur-Grundstrukturen in asymmetrischen syntaktischen Strukturen. Alex steht neben Steffen. Alex Figur, Steffen Grund. Steffen steht neben Alex. Steffen Figur, Alex Grund. Das Fahrrad steht hinter dem Auto. Das Auto steht vor dem Fahrrad.
Alex schläft über Steffen. Steffen schläft unter Alex. Gleiche konzeptuelle Inhalte, aber verschiedene Konzeptkonstruktionen mit dem Effekt von unterschiedlichen grammatischen Strukturen. Prominenz. Es ist nicht ganz klar, was Lengecker mit Prominenz meint. Wenn Sie außerhalb von Gala oder Bunte Prominenz hören, sollten Sie skeptisch werden. Damit ist stets irgendeine Skala der Wichtigkeit gemeint, aber hinsichtlich wessen und aufgrund welcher Kriterien etwas wichtig ist, das bleibt nach meiner Erfahrung dabei immer unklar. Deshalb verzichte ich hier auf das Konzept. Wichtiger sind ohnehin die zwei Konzepte Profilierung und Trajector Landmark Ausrichtung, die Lengecker unter dem Label Prominenz als Phänomene der konzeptuellen Konstruktion behandelt. Ich beginne mit der Profilierung und muss gleich ein bisschen ausholen. In anderen Podcast-Folgen geht es um enzyklopädisches oder Weltwissen. Das ist unser Erfahrungswissen über grundsätzliche Zusammenhänge in der Welt. In der kognitiven Semantik hat es eine andere Rolle als in der wahrheitsfunktionalen Semantik. In der kognitiven Semantik sind nämlich sprachliche Ausdrücke bloß Zugangspunkte zu reichhaltigen Wissenskomplexen, nämlich dem Weltwissen. Lengecker binnendifferenziert das Weltwissen aber sehr detailliert, etwa wenn er angibt, dass ein Ausdruck Wissenskomplex zunächst in seinem unmittelbaren Scopus, dann in seinem maximalen Scopus, dann in bestimmten Domänen evoziert, die seine Matrix bilden. Ich möchte hier auf Details verzichten, aber das ist in Bezug auf die Profilierung relevant, denn wenn Sie Ellbogen hören, dann ist der Wissenskomplex, den der Ausdruck unmittelbar in Ihnen hervorruft, der, welche Rolle der Ellbogen im Aufbau des Arms spielt, und der Wissenskomplex, den der Ausdruck mittelbar hervorruft, ist die Organisation des menschlichen Körpers. Vor dem Hintergrund der Vorstellung eines Arms macht die Vorstellung des Ellbogens eine besondere Substruktur aus, auf der durch den Ausdruck Ellbogen besondere Aufmerksamkeit liegt. Wenn der Ausdruck Ellbogenknochen lauten würde, dann würde die Vorstellung vom Ellbogenknochen eine Substruktur von der Vorstellung vom Ellbogen bilden, auf dem der Aufmerksamkeitsfokus dann liegen würde. Die Substrukturen, auf die sprachliche Ausdrücke den Aufmerksamkeitsfokus lenken, die heißen bei Lengecker Profile, das heißt, sie sind profiliert. Der Ausdruck Hand evoziert dieselben Wissenskomplexe wie Ellbogen, auch in der gleichen Reihenfolge, aber nun liegt der Aufmerksamkeitsfokus eben auf derjenigen Substruktur des Arms namens Hand und nicht mehr auf dem Ellbogen. Die beteiligten konzeptuellen Inhalte sind also die gleichen, welche darin profiliert werden und was in welcher Intensität mit aktiviert wird, das unterscheidet sich aber. Die Wissenskomplexe, die die profilierten Substrukturen mit aktivieren, wandern sozusagen in ihrem Aktivierungsgrad an den übergeordneten und untergeordneten Teil ganzes Strukturen entlang, beispielsweise von dem Ellbogenknochen über den Ellbogen, über den Arm zum ganzen Körper, wie eben schon beschrieben, also nach oben hin, und nach unten über Handfläche, Finger und Fingerspitze nach unten. Wobei dabei die Aktivierung der Wissenskomplexe nach Entfernung zur profilierten Substruktur jeweils abnimmt. Soweit so gut. Das Profilierungskonzept hat aber noch viel größere grammatische Relevanz, denn es wird auch auf Gegenstände und Relationen angewendet. Das heißt, der semantische Unterschied zwischen einem Ding und einer Relation ist für Lengecker kein Unterschied im konzeptuellen Inhalt, sondern ein Unterschied der konzeptuellen Konstruktion und genauer gesagt der Profilierung. Wenn etwas als eine Substruktur profiliert wird, resultiert ein Ding-Konzept. Wenn etwas in seinem Verlauf profiliert wird, resultiert ein Relationskonzept. Die sprachlichen Reflexe davon sind Nomen bzw. Verben. Beispielsweise profiliert der Ausdruck Ankommen wie etwas, das sich bewegt, ein Ziel erreicht, und zwar entlang seines Verlaufs, während der Ausdruck Ankunft alle Teilmomente des Verlaufs gleichzeitig als abgegrenztes Ganzes profiliert.
Dabei wird die Zeitlichkeit konzeptuell sozusagen herausgenommen bzw. wird der Verlauf dabei übergriffen. Überlegen Sie, was das bedeutet. Schauen Sie aus dem Fenster oder in den Spiegel. Was Sie sehen, hören oder riechen, ist nicht von sich aus Ding, Relation oder Eigenschaft, sondern nur durch den kognitiven Prozess der Profilierung, der zur konzeptuellen Konstruktion konzeptueller Inhalte gehört. Unter dem Label Prominenz behandelt Lengecker auch die Trajector Landmark Ausrichtung. Diese Unterscheidung sieht derjenigen zwischen Figur und Grund zum Verwechseln ähnlich, aber sie betrifft nur Figur-Grundstrukturen in profilierten Relationen. In solchen profilierten Relationen zwischen Gegenständen ist das, worauf der primäre Fokus liegt, der Trajector und das, worauf der sekundäre Fokus liegt, die Landmark. Es muss aber keine Landmark beteiligt sein. Lengecker sagt, Zitat, Äußerungen können denselben Inhalt haben, die gleiche Relation profilieren, aber verschiedene Bedeutungen haben, weil sie sich in der Zuordnung von Trajector und Landmark unterscheiden. Zitat Ende. Hier nennt er nun die Relation, die ich bereits bei der Figur Grundstrukturierung genannt hatte. X ist über, neben, vor Y gegenüber, Y ist unter, neben, hinter X. In den erstgenannten Beispielen ist X Trajector und Y Landmark, in den letztgenannten ist es umgekehrt. Logisch sind diese Relationen symmetrisch. Wenn X hinter Y steht, dann steht Y vor X. In Bezug auf die konzeptuelle Konstruktion und auf den sprachlichen Ausdruck sind sie oft asymmetrisch, weil die Aufmerksamkeitsverteilung asymmetrisch ist und weil wir sprachlich bei solchen Relationen in vielen Fällen einen Gegenstand in der Subjektfunktion und einen anderen in einer anderen Funktion ausdrücken müssen. Wir können zwar, wenn Stefan hinter Alex steht, symmetrisch sagen, sie stehen hintereinander, aber stellen Sie sich vor, ein Fahrrad stünde hinter einem Parkhaus, dann ist es wohl nicht konventionell zu sagen, sie stehen hintereinander. Dann müssen wir sie asymmetrisch ausdrücken. Das eine steht hinter dem anderen oder das eine steht vor dem anderen. Der kognitive Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, ist die Trajector Landmark Ausrichtung. Perspektive. Sie haben jetzt schon gesehen, dass vieles an der kognitiven Semantik und vor allem die Idee der konzeptuellen Konstruktion Gebrauch von der visuellen Wahrnehmung macht. Die Aktivitäten der Bedeutungskonstruktion werden so behandelt, als würden sie visuelle Aktivitäten simulieren. Spezifizität, Profilierung, Prominenz dreht sich in hohem Maß um Aktivitäten, wie man auf Dinge schaut, wohin man die visuelle Aufmerksamkeit richtet und so weiter. Das Ganze ist zwar nicht so visuell gemeint, denn Lengecker selbst weist immer wieder darauf hin, das sei nur eine Metapher, aber auch im letzten Teilaspekt der konzeptuellen Konstruktion, nämlich der Perspektive, dreht sich offenbar wieder alles um das Visuelle. Andererseits wird hier, das werden Sie gleich sehen, der Perspektivbegriff metaphorisch auf alles Mögliche Nicht-Visuelle ausgedehnt. Was meint Lengecker mit der Perspektive? Er meint ganz wörtlich die Position von SprecherIn und HörerIn im Raum. Zitat, die objektiv gleiche Situation kann von jedem möglichen Blickpunkt aus beobachtet und beschrieben werden, was in verschiedenen konzeptuellen Konstruktionen resultiert, die jeweils wahrnehmbare sprachliche Konsequenzen haben können. Zitat Ende. Das haben Sie wahrscheinlich schon bemerkt, als es um Figur und Grund bzw. Trajector und Landmark ging. Ob jemand sagt, das Laufrad steht hinter der Mülltonne oder die Mülltonne steht vor dem Laufrad, hängt teilweise davon ab, von welcher von zwei gegenüberliegenden Seiten man diese Relation betrachtet. Diese Blickwinkel können tatsächliche sein oder sie können fiktiv eingenommen werden. Sie sind ja in der Lage, mental alle möglichen Blickwinkel einzunehmen, die Sie aktuell nicht einnehmen und sie dann zu versprachlichen. In Düsseldorf gehen die Lichter aus, können Sie konzeptualisieren, weil Sie sich an einen Punkt 500 Meter über Düsseldorf versetzen können, von dem aus Sie das mental beobachten können. Lengecker weitet den Perspektivbegriff aber auch auf die Zeit aus. Bei den Ausdrücken nächstes Jahr und übernächstes Jahr haben Sie sozusagen
ein Jahr vor sich, ein räumlicher Begriff, und hinter diesem Jahr, also erneut ein räumlicher Begriff, befindet sich ein weiteres Jahr. Sie bewegen sich also metaphorisch vorwärts durch die Zeit und rückwärts in die Vergangenheit. Sie können auch sozusagen von hinten und von vorne ein Ereignis betrachten. Das hat dann die entsprechenden sprachlichen Konsequenzen. Paula schießt den Ball in das Fenster der Nachbarin, gegenüber in das Fenster der Nachbarin wird der Ball von Paula geschossen. Es gibt also einen zeitlichen Ablauf, in dem Sie das Ereignis wahrnehmen oder sich vorstellen, und es gibt die Reihenfolge der Ausdrücke in der Äußerung. Je nachdem wo, oder besser gesagt wann, Sie sich positionieren, kann das Einfluss darauf haben, wie Sie das Ereignis versprachlichen. Und die Versprachlichung eines Ereignisses hat Einfluss darauf, wie Sie sich beim Verstehen, das heißt beim Konzeptualisieren, positionieren. Analoges gilt auch für die possessive Nominalphrase im vorangegangenen Beispiel, das Fenster der Nachbarin, zum Beispiel gegenüber der Nachbarin ihr Fenster. Hier sagt Lengecker, das jeweils zuerst genannte Konzept, Nachbarin oder Fenster, diene als referenzieller Anker, um mentalen Zugriff auf das jeweils andere zu erleichtern. Das alles sind nach Lengecker Perspektivphänomene. Und mit dem Begriff der Perspektive soll die konzeptuelle Konstruktion vor sich gehen. So viel zu den Teilaspekten der konzeptuellen Konstruktion. Lengecker sagt dazu, man dürfe die visuelle Metapher nicht wörtlich verstehen. Wenn man das Visuelle aber so dehnt, wie er es hier tut, dann muss man sich schon fragen, ob er sich damit theoretisch nicht selbst hintergeht. An der Unterscheidung von konzeptuellen Inhalten und wie sie konzeptuell konstruiert werden, lässt sich ein wichtiger Unterschied zur Semantikauffassung der wahrheitsfunktionalen Semantik aufzeigen. Denken Sie an Gottlob Frege, einen der Ahnherren der wahrheitsfunktionalen Semantik, und an das semiotische Dreieck. Klar, Frege kennt natürlich die Ausdrucksecke unten links. Er rechnet mit dem Sinn von Ausdrücken an der Spitze des Dreiecks. Im Falle von Sätzen hat der Sinn die Form eines Gedankens oder von Gedankenteilen bei Frege. Die Wirklichkeit rangiert rechts unten im Dreieck. Sätze drücken jetzt Gedanken aus und die Gedanken können sich zutreffend oder unzutreffend auf die Wirklichkeit beziehen. Dann sind die Sätze wahr bzw. falsch. So, und nun hat Frege gesagt, Ausdrücke können sich auf dasselbe in der Wirklichkeit beziehen, aber ihre Sinne können sich unterscheiden. So bei den Ausdrücken Morgenstern und Abendstern, die beide die Venus bezeichnen. Das Interessante daran ist, dass Frege den Sinn von Ausdrücken auch die Art ihres Gegebenseins nennt. Die Venus ist also demjenigen, der Morgenstern hört oder sagt, anders gegeben als derjenigen, die Abendstern hört oder sagt. Sieht das nicht zwei verschiedenen konzeptuellen Konstruktionen der gleichen konzeptuellen Inhalte aus der kognitiven Semantik sehr ähnlich? Ja und nein. Ja, was die abstrakte Unterscheidung zwischen einem Inhalt und wie er präsentiert ist, betrifft. Lengecker kennt Freges Werk natürlich und ich denke, er wollte mit seiner kognitiven Semantik hinter bestimmte semantische Erkenntnisse nicht zurückfallen. Andererseits gibt es wichtige Unterschiede, die den Unterschied zwischen der wahrheitsfunktionalen und der kognitiven Semantik prägnant auf den Punkt bringen. Erstens sind Freges Sinne von Ausdrücken und Gedanken von Sätzen objektive, ideale Einheiten, die sich auf eine objektive Realität beziehen lassen. Die Konzepte in der kognitiven Semantik sind, wie die Terminologie schon suggeriert, kognitive und damit subjektive Einheiten. Und zweitens spielt die untere rechte Ecke des semiotischen Dreiecks die Wirklichkeit in der kognitiven Semantik keine Rolle, und zwar, weil sie annimmt, die Wirklichkeit sei kognitiv konstruiert, und zwar genau durch solche Mechanismen, die zur konzeptuellen Konstruktion gehören. Denken Sie nur daran, dass der Unterschied zwischen Dingen und Relationen einen Unterschied in der kognitiven Konstruktion desselben Materials besteht.
In der Frege-Semantik ist die Wirklichkeit unterschieden davon, wie sie gegeben ist, deshalb müssen auch die Wahrheitsbedingungen von Sätzen überhaupt geklärt werden. Deshalb ist die Wirklichkeitsecke im semiotischen Dreieck auch relevant. Freges Programm gehört zur Aufklärung, wie man Sprache so benutzen kann, um zutreffend über die Wirklichkeit zu sprechen. Lengerkers Programm ist zu klären, wie Sprache kognitiv repräsentiert ist. Hier verweise ich auch auf die Frege-Podcasts und denjenigen über die Frage, warum die Frage nach der Bedeutung kompliziert ist. Damit möchte ich für heute enden. Ich hoffe, illustriert zu haben, dass die kognitive Semantik davon ausgeht, dass es in verschiedenen sprachlichen Formen resultiert, wenn gleiche konzeptuelle Inhalte auf verschiedene Weise konzeptuell konstruiert werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.